Servus, Salute und Hallo. Willkommen bei der 6. und letzten Episode mit den Etappen 10 und 11 unserer Radreise nach Rom. Ich freue mich, dass wir dich mitnehmen dürfen. Folge uns hier auf den letzten 205 Kilometern und 2400 Höhenmetern zum Finale Grande nach Rom. Und erfahre, wie wir von Rom zurück nach Hause gekommen sind. Solltest du die anderen Folgen bislang verpasst haben, blende ich jetzt hier rechts oben die Playlist für unsere Bikepacking-Tour nach Rom ein. Wir starten in Chiusi und kommen heute irgendwie bis nach Cocciano, durch die wunderschöne Toskana, die sich auch heute wieder von ihrer allerbesten Seite zeigt. Ich glaube, den Eurovelo 7 haben wir schon lange nicht mehr ausgeschildert gesehen. Wir folgen einfach unseren Track nach Rom. Immer wenn ich durch Italien fahre und die ganzen alten Höfe mit den Schuppen und Scheunen sehe, male ich mir aus, was da noch alles für Schätze drin schlummern könnten. Alte Vespas oder Lambrettas, alte Fahrräder oder wie in dem Fall hier dieser alte Alfa, wohl ein 1900 Speziale. Im guten Zustand eine 250.000 Euro wert. Der hier ist aber wohl nicht mehr zu retten. Wir fahren heute fast 125 Kilometer und 1500 Höhenmeter, verteilt auf kleine und große und super steile Anstiege. Heute bin ich, glaube ich, den steilsten Weg gefahren, geschoben, fast gekrabbelt, den ich je gesehen habe. Und dabei sah er so lieb aus, aus einem kleinen Tal hinauf, wollte er aber kein Ende nehmen. Wir sind fast auf allen Vieren hoch, so steil war es. Danach geht's meist wieder bergab. Und man hat die Schinderei fast vergessen. Kleiner Hinweis, wie in der letzten Folge erwähnt, ist meine Actioncam ausgefallen, beziehungsweise hatte ich ungewollt den Zeitraffer eingestellt und das in den letzten 3 Tagen nicht bemerkt. Die Wege im Verlauf der Strecke sind wieder sehr abwechslungsreich. Schotter, Asphalt und vor allem zu Beginn des letzten Tages sogar super Trails und eine atemberaubende Kulisse. Wart's ab! Doch auch heute faszinieren uns immer wieder die typischen Ansiedlungen auf den Hügeln und das typische Toskana-Panorama. Leider führt unser Weg auch zu einigen dieser Orte hinauf. Naja, was heißt hier leider? Die Anstrengung lohnt, denn oben angekommen werden wir meist mit einer Wasserstelle und solchen tollen Ausblicken belohnt.
einem langen und anstrengenden Tag freuen wir uns auf eine Unterkunft genau in so einem Ort auf einem Toskana-Hügel. Wir buchen über Booking.com und strampeln schon ziemlich erschöpft den Berg hinauf zu unserem Zimmer. Leider ist aber niemand da, der uns öffnet. Also setzen wir uns erstmal auf eine nahe Bank. Wir sind dann schnell eine Attraktion. Denn nach und nach kommen die Bewohner aus ihren Häusern und Wohnungen und schauen, was wir da machen. Wir unterhalten uns mit Händen und Füßen und unseren paar Brocken Italienisch. Uns wird aber noch immer nicht geöffnet. Bei unserer Buchung sehe ich jetzt, dass der Check-in bis 17 Uhr hätte erfolgen sollen. Ich habe aber erst um 18 Uhr gebucht. Kann also gar nicht funktionieren. Es folgen ein paar Telefonate mit Booking.com, in denen mir erklärt wird, dass das mein Problem ist. Ich hätte den Check-in-Zeitraum selber kontrollieren müssen. Von einer modernen App erwarte ich, dass ich das Angebot nicht mehr buchen kann, wenn ein Check-in gar nicht mehr möglich ist. Unser Host hat sich am nächsten Tag gemeldet und uns die Kosten erstattet. Aber wir saßen jetzt da, ziemlich fertig, in dem Toskana-Hügelkaff und die nächste Unterkunft war fast 20 Kilometer und nochmal einiges an Höhenmetern entfernt. Erleichtert und erschöpft kommen wir im Dunkeln auf dem abgelegenen Agriturismo auf einem Toskana-Hügel an und bekommen auch noch spät am Abend super leckere Pasta mit frischem Salat. Wir kommunizieren wieder mit Händen und Füßen und modernen Apps und freuen uns über die vorzüglichen Speisen mit köstlichem Olivenöl und Nüssen aus eigenem Anbau. Dann fallen wir in den Schlaf. Der letzte Tag unserer Bikepacking-Reise startet perfekt mit einem wahnsinnigen Frühstück mit selbstgebackenem Kuchen und köstlicher Nusscreme. Wir machen uns gut gestärkt auf den finalen Weg nach Rom. Auch heute kommen wir nicht ganz ohne Berge und Höhenmeter aus. Doch wenn wir die etwa 900 Höhenmeter auf knapp 30 Kilometer gemeistert haben, gleiten wir auf einem Bergrücken die letzten 50 Kilometer nur noch bergab und dann flach bis nach Rom. Ein Traum. Jetzt bin ich schon etwas traurig über den Verlust der Videoaufnahmen, denn der Trail in dieses Tal war super und die Gegend dann spektakulär und etwas mystisch mit den Höhlen im Fels, den Büsten und Köpfen und dieses Tal, in dem wir dann ganz alleine waren und das uns etwas ans Mullertal in Luxemburg erinnerte. Heute führt uns die Route wieder über einsame Straßen und tolle Wege und wir haben jetzt gar keinen Stress mehr mit der Routenführung. Denn schließlich führen alle Wege nach Rom. Wir werden also schon ankommen. Und das Brot hier, das fahre ich jetzt schon 2 Tage mit mir rum. Das werden wir heute noch essen.
das sind die Track 29, die uns zuverlässig auf unserer Tour begleitet haben. Ziemlich sportliche Lastenesel und die perfekten Bikes für uns. So, das müsste jetzt die letzte Steigung gewesen sein. Ab jetzt geht's tendenziell bergab Richtung Rom. Ja, da ist sie. In der Ferne ist die italienische Hauptstadt schon sichtbar. Und ausgeschildert ist sie schon eine ganze Weile. Wir erreichen Rom nach 11 Tagen, etwa 1000 Kilometern und 7000 Höhenmetern am Nachmittag und bleiben noch 3 Übernachtungen. Für die Rückreise haben wir uns entschieden, einen Mietwagen bis nach Brixen zu nehmen und von da aus nach Hause mit dem Zug zu fahren. Brixen ist die nördlichste Abgabestation für den Mietwagen. Eine Rückgabe im Ausland wäre extrem teuer geworden. Von Rom aus wäre es recht kompliziert gewesen, mit der Bahn zurückzukommen. Am Hauptbahnhof wollte uns eine offensichtliche Gaunerin in ähnlichen Farben gekleidet wie die Bahnangestellten weismachen, dass sie wegen Corona gar nicht ins Ausland fahren. Sie kenne aber einen Trick dafür. Wir müssten nur eine Straße weiter in eine Agentur gehen. Da würden wir die Karten bekommen. Ja, das kam uns schon super suspekt vor. Und als wir am Fahrkartenautomat standen, kam als erstes der Hinweis, dass man nur den Angestellten mit Logos der Bahn vertrauen soll und dass man auf seine Taschen und Wertgegenstände achten soll. Die Buchung eines Tickets mit Fahrradreservierung von Brixen aus hat uns schon Nerven gekostet. Letztendlich war es mit der App der österreichischen Bahn möglich. Und der Flieger, der am schnellsten gewesen wäre, ist nicht weniger kompliziert. Mit Radkarton und den ganzen Taschen, so haben wir uns für den Mietwagen entschieden. So haben wir ein paar traumhafte Tage in Rom verbracht, denn wir haben ein fast menschenleeres Rom erleben dürfen und waren zum Teil wirklich ganz alleine unterwegs. Wir blicken auf 2 tolle Wochen zurück und bedanken uns fürs Mitkommen. Ich freue mich, wenn dir unsere Reise und die Videos dazu gefallen haben. Lass uns doch einen Daumen nach oben da und ein Abo. Nach 100 Metern rechts abbiegen auf Via Giovanni Giuliti. Und das ist unsere Notfallflasche. 1000 Kilometer am Rad und jetzt kommt sie im Auto auf dem Rückweg zum Einsatz. So, das war's. Wir freuen uns schon auf die nächsten Touren. Daumen und Abo bitte nicht vergessen. Vielen Dank. Ciao und Servus.